Wir steigen ein beim Spielstand von 17:13 für Samsonov gegen ihn hier, gegen Andrzej Grupa, den 39-jährigen Spielertrainer des TTC Grenzau, der sich im ersten Satz prima gehalten hat, aber nicht verhindern konnte, dass er dann doch letztendlich mit 16:21 unterlag. Bis zum 16:16 war das sehr ausgeglichen, jetzt übrigens 17:14 der Stand für Samsonov. Aber im zweiten Durchgang konnte Grupa eine 8:5-Führung dann nicht verteidigen. Samsonov drehte auf und führt jetzt mit 17:14, jetzt 18:14 für den Weißrussen. Samsonov, ja, ist ein Riesentalent, 21 Jahre, gerade mal alt. Trainer Amisic dachte, eigentlich ist er ein bisschen zu früh Weltranglisten-Erster geworden. Man rechnet eigentlich so damit, 25 Jahre alt ist das Top-Alter eines Tischtennisspielers. Ralf Hosig, was zeichnet diesen Mann aus? Ja, man bezeichnet ihn in Fachkreisen schon als kleines Genie. Er hat fast keine Schwächen. Wenn man überhaupt von Schwächen bei ihm sprechen kann, dann ist es noch die Beinarbeit, vielleicht noch die fehlende Härte beim ersten Topspin, den er spielt. Manchmal ist er vielleicht noch zu träge, das heißt noch nicht aggressiv genug in seinem Spiel vom ersten bis zum 21. Ballwechsel. Hier aber ist er nicht träge genug, sag ich mal, um gegen Andrzej Grupa in Schwierigkeiten zu bekommen. 20:15 jetzt. Das heißt also 5 Matchbälle. Eine klare Geschichte zwischen ihm, zwischen Samsonov, der die Bälle extrem weit nach oben wirft beim Aufschlag gegen Grupa, der hier den letzten Fehler macht. 2:0 in den Sätzen für Samsonov. 21:16, 21:15. Harald Schult macht weiter.